schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem RBB Kultur Radio Konzert. Heute live aus dem Berliner Jazzclub ZigZag. Hier steht unheimlich viel Technik, es ist Wahnsinn. Wir sind hier total vernetzt, verkabelt, viele Kameras. Also man kann das Ganze nicht nur im Radio hören, sondern man kann es auch auf rbbkultur.de sehen. Was wir mit dem ReJazz Festival erkunden wollen, ist die Vielseitigkeit der Musik. Musik ist divers, und zwar nicht nur stilistisch, sondern auch in Sachen Gender. Und um das zu zeigen, richten wir unseren Fokus beim ReJazz Festival auf außergewöhnliche Bandleaderinnen. In diesem Jahr sind das Mia Knob-Jakobsen, Shansu Tanrikulu, Angelika Nischier, Jakobin Vlassmann und Julia Hülsmann. There are so many TikToks everywhere telling people what tactic time it is for tick-tick. It's some 5 o'clock minutes on past 6 tick. Ja klar wissen wir, dass wir ganz schön mit der Keule schwingen, indem wir Bandleaderinnen, also weibliche Bandleader, featuren. Wir bringen damit ganz bewusst die Gender-Thematik auf den Tisch, eben weil wir sie vom Tisch haben wollen. Denn Musik ist divers und gender-unspezifisch. Die Idee zu ReJazz kam mir vor ungefähr 2 oder 3 Jahren. Und ich traute mir nicht so richtig zu, das Festival alleine zu stemmen, also fragte ich Mia Knob-Jakobsen, ob sie nicht mitmachen möchte. Von den ursprünglich geplanten 3 Abenden konnten wir dann letztendlich leider nur einen Abend realisieren. Der RBB war schon länger mit am Start, aber an Streaming hatten wir überhaupt nicht gedacht. Aber auf den letzten Drücker konnten wir dann auch noch das organisieren. Und das war natürlich grandios, dass wir zusätzlich zur Live-Sendung im RBB auch noch ein Streaming im Netz haben konnten. Und die Stimmung an dem Abend war mega. Alle waren total happy, mal wieder live zu spielen, wenn natürlich auch leider nur vor virtuellem Publikum. Unser Ziel ist natürlich, dass es in Zukunft überhaupt gar keine Festivals in der Konsequenz, wie es das ReJazz Festival in seiner aktuellen Form ist, überhaupt mehr geben muss, sondern dass Diversität zur Selbstverständlichkeit wird und keiner Quotenregelung bedarf. Don't know what I'm doing.
Libra, get me out of sight. I seem to divide my life into low and even. Grimaces and night abruptly came to lie. They pulled the curtain tight and leave me trapped inside the light. I thought I knew, completely knew. Wie es weitergeht. Ja, im November 2021 haben wir die zweite Ausgabe unseres ReJazz Festivals und wir haben ein sehr spannendes und vielseitiges Programm zusammengestellt. Am besten schaut ihr immer mal wieder bei unserer Webseite vorbei, www.rejazz-festival.de. Wir haben auch eine Facebook-Seite und sind auch bei Instagram. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulf Drechsel. Kommen Sie gut durch die Nacht, machen Sie was draus und behalten Sie einen guten Geschmack.